Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Bioshock. So, wir sind auf dem Weg und müssen jetzt den guten Fontaine einen Kopf kürzer machen. Jetzt steckst du also mit Tannenbaum unter einer Decke, was kleiner? Nein, nicht wirklich. Ach, diese liebende Gänsemutter. Okay, wir hatten unseren Spaß, Kleiner. Aber jetzt wärst du so freundlich, dich von einem Big Daddy platt machen zu lassen. Nein. Ich hab gesagt, wärst du so freundlich, dich von einem Big Daddy platt machen zu lassen? Sieht ganz so aus, als hätte die Gänsemutter an deiner Birne rumgeschraubt. Kein Problem, wenn du nicht mehr nach meiner alten Pfeife tanzt. Ich hab noch was Neues auf Lager. Code Yellow. Mit diesem Kommando habe ich dein Gehirn gerade angewiesen, deinem Herzen zu befehlen, mit dem Schlagen aufzuhören. Natürlich nicht sofort. Das Herz ist ein dickköpfiger Muskel, aber irgendwann gehorcht es doch. Ja, das nenne ich jetzt aber nicht nett, was der mit uns macht. Ja, gut, und genau das wollen wir. Nein, nein, nein! Oh. Ich habe aus Versehen die Maustaste gedrückt. Mit einem Granatwerfer in der Hand. Ja, gut, okay, also der hat uns den Befehl gegeben, dass unser Herz aufhören soll zu schlagen. Finde ich persönlich ganz, ganz, ganz unschön. Wo sind wir denn jetzt? Ich höre doch Splicer hier irgendwo. Ja. So, Antipersonen. Ist es das? Ist es das? Ist es das? Forschungsziel abgeschlossen und dann nageln wir ihn an die Wand. Oh. Ich habe gedacht, das funktioniert besser. Ja, gut. Okay. Mach mal hier. Gib die Dollar her. Was hat der? Der hatte auch nichts hier. So. Hypnospritze. Hier kommen wir nicht durch. Hier. Pistolenkugeln. Wo sind wir denn jetzt hier? Arcadia, glaube ich. Nee, nicht Arcadia. Wie heißt denn das? Apollo Square? Ich glaube, wir befinden uns jetzt auf dem Weg zum Apollo Square, glaube ich. Die große Kette. Who is Atlas? Atlas ist ein Arschloch. Das haben wir auch gar nicht irgendwie vorher geahnt. Oh. Und bam. So, das Ding wäre erledigt. Na. So, dann nehmen wir das hier auch. So, das ist ein Nitro-Splicer. Ja. Dann haben wir hier einmal Mr. Bubbles. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. Und einmal hier die. Nein, 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 nein. Ich will dir nichts tun. Geh fort. Geh fort. Hey, den habe ich auch noch nicht ganz. Das ist doch schön. Sagge-Splicer. So. So. Ja, da würde ich doch fast schon mal so davor stehen bleiben, ne?
oh, 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 oh. Au. Nein, 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 nein. Ah. Ja. Ich hab nicht aufgepasst. E-Türen öffnen. So. Ich hatte gedacht, ich hätte noch Explosivschrot, aber dem war nicht so. 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 Ja, keine Sorge, ich rette dich doch nur. Hm. Immer diese... Sappen. Juhu! Adam hat alle Eigenschaften des Menschen optimiert, nur nicht seinen Charakter. Vielleicht gibt es ein Plasmid, das den Geist vergrößert. Vielleicht liegt der Schlüssel in deiner DNS. Ich habe dir eine kleine geschickt. Sie hat ein paar Sachen dabei, die dir deine Last leichter machen werden. Hey, super, und nochmal. Ja, ich finde das ganz gut. Also, dass wir hier immer diese wunderbaren 200 Adam und so weiter. Körperpanzerung 2 nehmen wir natürlich auch. So. Was haben wir denn hier? Dann nehmen wir auf jeden Fall noch so einen Technik-Slot. Ein Gesundheits-Upgrade. Ein Kampftonikum-Slot. Ja, komm. Ein Eve-Upgrade. Und, ach, was haben wir denn da? Insektenschwarm 3. Das benutzen wir jetzt nicht unbedingt so häufig. Ne, Abfackeln 3 haben wir kein Geld für. Elektrobolt 3. Elektrobolt 3. Ranchlurker 2. Ja, das ist jetzt die Frage, was nehmen wir denn? Also ich bin ja eigentlich der Meinung, Elektrobolt 3, das benutzen wir schon eher mal häufig. So. Ja, super. Haben wir jetzt auch direkt mal ersetzt. Supi. Was denn abfackeln? Achso. Ja, gut, okay. So. Okay, da haben wir... Ah, Moment. Ja, dann nehmen wir aber abfackeln 2, ne? Dann haben wir das auch schon. Sind wir wieder bei 0 Adam und haben ein klein wenig aufgerüstet. So, die muss jetzt in die Haier. Bienvenido. Davon haben wir. Ich nehme nochmal ein bisschen Pfeile. Die brechen zwar jetzt nicht mehr so leicht, aber nehmen wir mit. So, hören wir uns an. Das ist ja ein richtiges kleines Monster, das Fontaine da ausgegraben hat. Wenn sie spricht, was so gut wie nie vorkommt, tut sie das mit einem schweren, ätzenden Akzent. Ihre Haare sind verdreckt und den senfbeschmierten Pullover trägt sie anscheinend jeden Tag. Aber eins muss sie Frank lassen. Diese Osteuropäerin, diese Tenenbaum, ist wie ein ungeschliffener Diamant. Keine Ausbildung, keine Erfahrung. Aber wenn man sie vor eine Gensequenz setzt, kann sie damit umgehen wie Mozart mit dem Cembalo. Ja, die jute Tenenbaum, ne? So, da haben wir hier nochmal Geld. Ah, okay. Da ist eine Kamera. Ich will jetzt eigentlich nicht wirklich... Ne, da ist nur ein Wischmob. Da, den Wischmob. Den brauchen wir nicht. So, Forschungsziel abgeschlossen. Gut. War eigentlich so nicht geplant. Ich hoffe für dich, es geht schnell.
Wie? Hier ist aber noch irgendwas. So, hacken. Ja, einmal hacken bitte, ne? Wäre ganz schön, wenn wir das hier so einfach hinbekommen könnten. So. Dann hier, dann zweimal so, dann. Nee. Nein, hier so. Hallo? Einmal so, dann so, dann einmal so und nochmal so. So, abgeschlossen. So, eine freundliche Kamera. So. Toll, Ziel ist freundlich. Ich das hasse. So, da geht's zum Apollo Square. Wir müssen aber... Wo ist der Typ? Scheiße! Ja, da sagst du richtig. Scheiße! Meine Güte. Manchmal bin ich echt, habe ich echt das Gefühl so. Ich habe Reaktionen wie so ein langsames, riesiges Monstertier. So, ja. Wo geht's denn lang? Apollo Square. Ne? Hier irgendwo ist der Apollo Square, da gab's ja diesen... Achtung! Jede öffentliche Versammlung von mehr als 2 Personen wird als strafbare... Da war ich jetzt überrascht. So, wo ist er denn? Hey. Ich weiß, was du vorhast. Nein. Weißt du gar nicht. Das ist einfach so passiert. Ich wollte dem gar nicht wehtun. Hey, wie komme ich denn da rein? Tasche. Die Tasche ist mir. So. Und das, was ihr dabei habt, ist auch noch mir. Eigentlich ist hier alles mir. So. Jetzt muss ich nur gucken. Okay, hier drin ist auch was, aber da sind auch Fallen. Hier ist eine U-Invent. Nehmen wir mal panzerbrechend. Wärme suchen. Die brauche ich auf jeden Fall. Dann nehme ich zweimal. Explosiv Schrot, panzerbrechend. Jo. So, auch alles hinzugeaddet. Wie komme ich denn bitte schön da dran? Okay. Da komme ich doch gar nicht rein. Lamp. Ja gut, okay. Funktioniert anscheinend so nicht ganz. So, die Tür geht auch nicht auf. Da ist eine Vita-Kammer. Du wirst baumeln! Yo. Komm. Ein bisschen zurück. Los, komm. Andrew Ryan. Moment.
Hab dich. Das war irgendwie jetzt ungeplant. Eigentlich hätte ich gedacht, dass ich das irgendwie flüssiger und nicht so, naja, ihr versteht. Nicht so unschön hinter die Bühne bringe. Oh, nein. Ha, die Kamera, ne? So. Ach ja, und nochmal hacken. Wenigstens ist die grün, ne? Was? Hä? Okay. Ah, das ist ja... Das ist ja... Ich hatte ja dieses... Ich hatte ja dieses komische Ding, was mir erlaubt, dass ich das dann einfach hacken kann. So. Warum wird die Musik plötzlich so komisch? Wer hat das gesagt? Beine auseinander! Ich bin besser als du. So. Hey, super. Gut, 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 gut. Einmal dich. Hallo, Mr. Bubbles. Und einmal dich. Kleiner Anstieg der maximalen Gesundheit und Eve. Was heißt hier böser Mann, böser Mann? So. Mr. B. Dieses Mal klappt's. Oh, 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 oh. Ja. Ja, komm. Komm, ich rette dich. Ich rette dich. Ich weiß gar nicht so... Ja, so. Und dann kümmern wir uns um diesen komischen Granatwerfer. So. Nein! Super. Einfach zu langsam. Hier, komm. Wo bist du? Zeit fürs Heierbettchen, Mr. B. Ich bin nicht Mr. B. Der hier war Mr. B. Und eigentlich ist er Mr. Air wegen Rosie. Filmrolle. Gummischlauch. So, wo ist er denn? So. Machen wir doch gleich mal. Und das und... Hacken. So. Ja, super. Dann können wir nämlich hier gleich mal wieder Unterstützung durch unseren Freund, die Werkspolizei oder so. So, hier, Moment. Da, 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 hier, da einmal, da einmal. Da einmal. Oh, meine Güte, wenn man so viele davon hat, ist das irgendwie schwer durch... zu sehen. Okay, das dürfte schicken. So. Juhu. Okay. Es geht mir nicht ums Geld. Der Mensch braucht eine Vision und einen Vordenker. Aha. So. Mail Su Jong V. So. Cohen S. Sender Cohen.
Ah, das ist ja cool. Da gehen wir dann nachher nochmal rein, ne? Eine U-Invent-Station. Nein, eine Power-to-the-People-Station. Wow. Armbrustschadensteigerung, Chemowerfer, Reichweite. Wir machen mal Granatwerfer, Schadensimmunität, ne? Dann töten wir uns eventuell dann nicht mit unserem eigenen Granatwerfer, wenn wir den mal im Nahkampf verwenden müssen. Okay. Da liegt jemand tot auf einer Küchenzeile. So, jetzt habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Was hat er gesagt mit Zweiter Weltkrieg und dass die Tennenbaum gar nicht so ist, wie sie ist? Aber wissen wir nicht schon, dass die Tennenbaum irgendwie in einem Konzentrationslager oder sowas war und dann fasziniert war von... Genau, dass die nicht fasziniert war von den, Mir doch egal. Wir haben all die Jahre geglaubt, dass wir Fortschritte machen. Scannerboxen, Elektroschocks, was für eine Zeitverschwendung. Bevor es Adam gab, konnte man ein Kind nicht besser abrichten als eine Boa Constrictor. Heute bekommt Su Shong von Fontaine eine Lebensgeschichte geliefert, die in das Gehirn des Kindes eingespeichert wird. Das Kind ist kein Mensch, sondern eine Jukebox, die das spielt, was Fontaine gerade hören will.